So, und da bin ich wieder. Das Flugzeug ist entschwunden. Okay. Ja, ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Tut mir leid. Jo. Was nehmen wir denn? Diese Dinger nehmen wir hier. Ach, das sind ganze. Ich brauche halbe. Ich brauche halbe Stückchen für die einzelnen Stockwerke. Wo haben wir das denn hier? Das hier tauschen wir mal damit aus. Und dann brauchen wir noch ein Zaun. Ein Zaun. Welchen Zaun nehmen wir denn? Genau, den hier nehmen wir auch gleich mit. Den Zaun. Ich würde sagen, wir bleiben bei Eiche. Macht sich, glaube ich, hier am besten. So, jetzt machen wir Folgendes. Und zwar hauen wir hier erstmal einen Balken rein. Und ich habe mich mal wieder für die Leiter entschieden. Die macht sich, glaube ich, hier auch ganz gut. So, hier machen wir tatsächlich ein paar Balken rein. Einfach nur, damit der Balken auch einigermaßen gut und sicher steht. Ja, also, es muss ja nicht alles hundertprozentig konform sein, aber so einigermaßen in etwa sollte es dann doch schon passen, auch logischerweise. Und jetzt hauen wir hier einfach diese Slabs rein. Und zwar oberhalb des Holzblockes, so dass wir unterhalb immer noch diese Holztextur haben. Und dann geht das Ganze schon seinen Gang. Und dann haben wir hier auch schon die ersten Stockwerke in den Türmen. Oder Plattformen, wo man dann halt auch was Schönes machen kann. So. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man dann sein Gepäck über die Leiter hoch? Ja. Wie wir wissen, hat man sein Gepäck immer dabei. Ne? Also im Inventar. Da braucht man nur auf Dreieck drücken, dann öffnet man sein Inventar und dann sieht man sein Gepäck. Und das nimmt man ganz locker. Das nimmt man ganz locker. Mit hoch über die Treppe, ne, macht man selber, da braucht man kein Page zu. Ja, ist halt RPG. So haben halt die Spieleentwickler, die größeren, haben das dann halt auch so gelöst. Und ich denke, das werden wir auch so beibehalten. Ist also gleich, ob wir jetzt eine Treppe haben oder eine Leiter. Ich bin für eine Leiter, weil einfacher und so. Hier oben können wir aber trotzdem noch ein Dach aufzimmern. Und zwar machen wir das folgendermaßen, weil es regnet ja sicherlich auch ab und zu mal. Und dann hauen wir hier oben einfach so ein eine etwas abgespecktere Version von diesen Dingern. Hauen wir damit drauf. Dazu machen wir erstmal zu jeder Seite diese Dinger hin und hauen hier erstmal so wie da erstmal so ein bisschen was in die Höhe. Ich weiß nicht, würden da zwei sogar nicht auch ausreichen, wenn wir hier zwei haben? Ich meine, man soll ja nur gucken, man soll ja nicht runterspringen oder so. Wir machen das, wir probieren das mal mit Zweien aus. Ich finde, drei ist fast schon ein bisschen zu hoch. So. So, da kommen natürlich hier die Dinger, die dürfen ja nicht fehlen. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber so einen Zaun, was hier einmal so quer rüber geht.
einmal schräge. Das wäre mir wesentlich lieber als das hier. Aber hilft ja nichts. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das anders lösen könnte. Also wenn ihr es wisst, ruhig in die Kommentare packen. Ich bin da über jeden Tipp freu. Über jeden Tipp bin ich dankbar so. Jetzt könnte man auch noch hergehen und sagen, man haut jetzt hier auch noch so eine Dinger rein. Aber das finde ich ein bisschen dann irgendwie too much. Also man kann das ja mal ausprobieren, indem man hier und hier eine macht. Nee, also da würde ich schon einen ganzen Zaun lassen, das sieht dann auch besser aus. So. Zack, dann kommt hier eine in der Höhe. Hier einer hoch. Hier einer hoch und hier einer hoch. So, jetzt passiert Folgendes. Und zwar, um das Dach hier ausbauen zu können, brauchen wir Halbstufen. Wir brauchen Halbstufen und zwar einmal. Ich clear mal eben das Inventar. So, wir brauchen. Warum ist denn? Warte mal, wir gehen mal auf Suche. Stufe. So. Wir brauchen diesen hier. Wir brauchen diesen hier. Gut. Oh, Mann, Mann, Mann. In dem Fall würde ich sagen, wir fangen auch hier so erstmal an. Mit dem hier in der Mitte. Und hier müssen wir einmal rumgehen. Ja, also wir halten uns dann schon irgendwie an diese Dinger. Es kann sein, dass ich die hier nochmal wegmachen muss. So. Dann kommt hier ein schwarzer hin. So. Ich denke mal, ich werde hier nochmal. Meine Fresse, du treffst doch mal den Stamm. Die werde ich nochmal wegmachen. So. Denn wir müssen ja auch in die Höhe gehen. Ja, so nicht. So. Aber ich glaube, mit dieser abgespeckten Variante des Daches kommen wir ganz gut weg. So. Könnte man auch sagen, man haut jetzt hier einfach ein Holzdach hin, aber ja, wenn wir schon den Rest der Stadt auch so haben, dann will ich das auch hier so machen. So, jetzt passiert nämlich Folgendes. Jetzt gehen wir immer schrittweise eine Stufe nach oben. Und zwar machen wir das so. Der hier oben kommt weg. Das heißt, wir müssen hier irgendwie kleiner werden. Das ist immer so ein. Das finde ich immer so wahnsinnig kompliziert. So, so. Muss er hier logischerweise auch. Jetzt bleibt mal da oben. Das gibt's doch gar nicht. Was? Ach, okay. Blöd. Also wir müssen hier unten
erstmal einen so ranhauen. Okay. So, da kommt hier. Hier kommt. Da kommt einer. So. Der kommt dann hier. So. So. So, hier kommt einer in die Ecke. Dann kommt dort einer hin. Ah, meine Fresse, dass die immer runterrutschen müssen. Das kotzt mich an. So, ich hoffe, das klappt so einigermaßen, wie ich mir das gerade vorstelle. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal abändern. Ich würde sagen, wir bauen erstmal eine Hälfte des Daches fertig und dann können wir das gegebenenfalls einmal rotieren und kopieren. Damit ich einfach mal sehe, wie das denn am Ende aussehen sollte, hoffentlich, möglicherweise. So. So. Dann brauchen wir natürlich hier auch diesen. Den noch mal dran. So, und jetzt haben wir. Achso, hier muss ich auch noch. Zack. Kann man das so lassen? Kann man das so anbieten? Ich weiß es nicht. Also wir müssen jetzt hier auf jeden Fall ein schmaler werden, aber ich glaube, das ergibt sich automatisch, wenn wir hier ein höher gehen. Ach, oberen. So. Ja, ich glaub, das kommt gut. So. So, und wenn wir dann jetzt hier noch ein höher gehen, dann müssen wir jetzt am Ende die beiden Dinger kreuzen können. Genau. Gut, dann kann ich auf jeden Fall den Rest des Daches auch weiterbauen. So. Gut, hier und hier einer so hin. Dann so. Genau. Na super. Ah ne, der muss da ja hin. So. Da kommt der hier noch rüber. Der kommt dann hier natürlich auch hin. Brauchen wir den noch dort. Und der kommt hier auch hin. So, jetzt geht's hier weiter mit diesem jungen Herren, wollte ich ja gerade sagen. So. Zack. Das ist ein bisschen frickelig, finde ich. Wenn man da auch mal durchsteigen muss. Also Dächer sind auch immer so eine Sache in Minecraft. Ist nicht jedermanns Sache. Aber es ist schon mal ein bisschen anspruchsvoller vom Aufgabengebiet und das gefällt mir dann doch ganz gut. Man da vielleicht ein bisschen was ausarbeiten kann, was andere vielleicht nicht haben. Und dann kann man da auch schon ein bisschen drauf stolz sein, muss ich sagen. Ne? So,
Gut, das haben wir dann geschafft. Ich würde sogar behaupten, dass wir hier diese Stufe vielleicht sogar einmal austauschen. Zusammen mit diesen beiden. Dann hat man hier oben noch so ein kleines Muster, dann ist das nicht so dann ist das nicht so eintönig. Huch. So. Das gleiche machen wir hier natürlich auch. So, und hier selbstverständlich ebenfalls. Jo, bis bald, Jonas. Also wenn wir das Gasthaus fertig haben, dann mache ich erstmal ein Status-Update von Herbstlande. Und ja, wie das Ganze jetzt alles so ausschaut, was geplant ist, etc. pp. Und ob der Plan natürlich so aufgeht, ist fraglich, aber es schleichen sich immer mal ein paar Änderungen rein und etc. pp. So. Gut, jetzt gehe ich hier nochmal hinein. Und hau hier nochmal die Ecken weg, weil die müssen nicht sein. Mir ist gerade aufgefallen, ich möchte hier doch so ein Ding hochziehen. Ganz einfach nur deswegen, weil wir brauchen hier auch irgendwo eine Fackel und die kommt dann daran. So, hier kommen wir dann nachher runter, genau. Und da wir hier Podeste haben, können wir hier auch locker und flockig ein paar Fenster reinhauen. Das macht überhaupt nichts, dann haben wir hier sogar ein bisschen Licht. Huch, da natürlich nicht. Hier schon eher. So, jetzt brauche ich erstmal eine Leiter. Eine Leiter. Da haben wir eine Leiter. Die Leiter. Das ist die falsche Leiter. Die Leiter setzen wir genau hier hin. Da kommt man so hoch. Eine Luke brauchen wir nicht. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Man kann sie aber natürlich mit einfügen. Aber dann sollte man diese. Obwohl, doch, man kann sie. Wir können sie einfügen. Einen Moment. Machen wir so eine Holzluke, die passt glaube ich ganz gut zum Design. So, so kann man es machen. Problem ist bloß, wenn man jetzt hier hoch geht, dann bleibt man hier hängen. Man bleibt hier hängen und das halte ich für ein sehr großes Problem. Und deswegen würde ich das lieber weglassen und dann stattdessen sowas hier machen, dann ist das erst von der Seite hier ransetzen, dann ist das erstmal ebenerdig. Und wenn man jetzt hier hochkommt, kann man auf der Leiter stehen und dann hochhüpfen. Aber ich glaube, das passt auch nicht so ganz. Also ich würde mir da tatsächlich eine andere Lösung wünschen. Aber ich glaube, ich werde das mal mit World Edit machen, dass ich dann von hier. Obwohl, das können wir ja machen. Ich bin doch doof. 96 ist das. 96. 96. Wir können das doch machen. 96. So. Das heißt, slash slash set 96. Doppelpunkt
zusammengeschrieben natürlich Doppelpunkt 1. Falsche Richtung. Doppelpunkt 2. Das ist die richtige Richtung. So. Und dann kann man hier munter und locker so zack rüber. Und man hat trotzdem eine Luke. Auf logische Art und Weise wäre es natürlich richtiger, wenn die natürlich am Stamm so aufgeht. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ich finde das so einfach besser, weil man dann nicht gegen diese Falschtür gegenstößt. Deswegen mache ich das lieber so. So. Wir können also übrigens auch schon mal eine Glasfarbe aussuchen, dann können wir die auch gleich mit reinsetzen. Also die Türme bleiben ja weiß. Da würde ich tatsächlich sagen, dass wir dann vielleicht, also keine weißen Glasscheiben, vielleicht hier türkise, oder nehmen wir mal graue vielleicht. Graue, wie sieht denn das aus? Kann man machen, ja. Hauen wir hier graue Glasscheiben rein. Ich bin schon irgendwie durch den Wind, ich habe schon wieder zu viel gelabert wahrscheinlich. So. Hier machen wir dann wieder unsere nicht so berühmten Fenster. So. Gut. Genau, die Glasscheiben wieder. Also man sieht, man kann natürlich nicht zu jeder Seite Fenster machen, ne? Weil wenn wir das jetzt hier machen würden, könnte ich zwar hier Glas reinmachen, aber es würde nichts bringen. Dann hauen wir hier lieber irgendwas anderes hin, irgendeine Dekoration oder sowas. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. So, hier machen wir den hier einmal hin. Ich mache das immer zur entgegengesetzten Seite dieses Pfahls, dann haue ich das immer hinten hin. So. Hier können wir auch kein Glas reinmachen. Also könnten wir schon, aber... Ah. Stimmt, hier müssen wir auch irgendwie reinkommen, ne? Ja, das können wir sogar so lassen. Dann können wir hier... Was ist denn hier unten? Okay. Das können wir sogar so lassen. Hier möchte ich einmal diesen haben. So. Und dann... Hier könnten wir allerdings auch eine Tür reinmachen. Brauchen wir das hier nicht. Genau, lassen wir hier die Tür. Genau, hier machen wir die Tür und dann passt das. So, hier können wir einen reinmachen. Ein Fenster. Hier haben wir schon eine Tür. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir wieder einen runter. Gucken, wo wir hier rauskommen. Sind wir hier? Ach, hier sind wir, okay. Warum war das gerade zu? Ich meine, da war da. Ach, komm. So. Hier geht's hoch. Zack. Lassen wir also zu. Hier kommt auch wieder ein Fenster, sehr gut. Hier haben wir auch wieder eine Wand. Hier ist auch eine Wand, okay. Gut, Leiter brauchen wir noch, ne? Hier. Ja, hier, zack, zack, zack. Huch. Und dann geht's noch einmal runter. Zum letzten Raum. Gut. Hier lassen wir das so, hier machen wir kein Fenster rein. Bin ich der Meinung.
haben wir denn hier hinter? Hier machen wir auch kein Fenster. Das ist hier hinter. Achso, das waren glaube ich die Zimmer, ne? Das waren glaube ich die Zimmer, ja. Genau, dann lassen wir das hier ebenfalls dicht. Gut. Jetzt geht es erstmal hin zum anderen Turm. Denn dort müssen wir ja auch noch die, ich bin hier falsch, wie komme ich zu dem Turm? Hallo? Ich glaube hier, ne? Ja. Eingang brauchen wir natürlich auch noch. Hier bildet sich das tatsächlich an, dass wir wirklich zwei Eingänge machen. Und noch dazu gesehen, würde ich hier sogar den Boden aus Cobblestone machen. Oder zumindest aus dem Mix, den wir auch im Vorraum haben. So, jetzt wird dann hier den da. Jetzt wir hier vielleicht auch so ein bisschen mixen, variieren, gucken, wie es am besten aussieht. Das hier noch. Ja, so ein bisschen zufällig eben, ne? So, damit es einfach, wenn man einfach sagen kann, ja Mensch, das ist jetzt aber mal schick. So. Man muss es natürlich nicht genauso machen. Also man könnte hier genauso gut vielleicht noch ein bisschen Kies einfügen, aber ich glaube, Kies ist dann doch eher was für draußen, nicht für drinnen. Man kann natürlich auch sagen, man vermischt verschiedene Holzsorten, auch das ist möglich für den Fußboden, aber ich halte hier für die Küche, halte ich das hier für sinnvoller. Das würde ich. Ich weiß gar nicht. Warum? Also angenommen, wir lassen den Block hier. Ich meine, das sieht ja schon ein bisschen komisch aus, ne? Andererseits, wenn das eine glatte Wand wäre, dann wäre das ja auch da. Also so eine halbrunde. Moment, das muss ich jetzt mal eben ausprobieren mit ein paar Türen. Was nehmen wir denn da? Und das ist die Küche, das braucht jetzt nicht so schicke Türen. Machen wir mal so. Huch. Mal so. Ah, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Da würde ich dann doch schon vorschlagen, dass wir hier oben erstmal einen ganzen Block reinsetzen. Oder, wir setzen hier so einen Block rein. Genau. Und dann setzen wir hier oben, setzen wir dann eine Stufe. Oder vielmehr eine Treppe. Und zwar hätte ich da ganz gerne diese hier. So. So. Also es passt jetzt zwar nicht zu dem Weißen, aber das Weiße ändert sich nachher noch. Also das mache ich aber, da cutte ich aber einmal. Beziehungsweise brauche ich gar nicht, weil hier. Nee, doch mache ich. Ich cutte dann einmal und dann machen wir einmal vorher, nachher und dann passt das. Vorher-Nachher-Foto oder Vergleich. So, hier auch wieder Fenster, ist ganz klar.
haben wir hier hinter?